So, heute sehen wir uns mal einen Algorithmus an, den sogenannten Dijkstra-Algorithmus, wird verwendet, um zum Beispiel kürzeste Wege in einem Graphen zu finden. Also wenn es darum geht, welche Internetleitung sollte im ganzen weltweiten Netz verwendet werden, also welcher Port soll der Traffic über Wien, über Frankfurt oder Berlin gehen, der Dijkstra liefert hier eine Antwort. Wenn es darum geht, den kürzesten Weg zwischen zwei Städten zu finden, dann könnte auch der Dijkstra eine Antwort finden. Allerdings hier wird der A-Stern verwendet. Aus einem guten Grund und zu dem kommen wir ein anderes Mal. Auch der Wegfindung von einem Bot in einem Spiel ist ein ähnliches Problem, wo es immer darum geht, möglichst effiziente und kürzeste Wege zu finden. Gut, aber sehen wir uns an, wie dieser funktioniert. Also, wir haben hier einen Graph und da brauchen wir natürlich ein paar Knoten und ein paar Kanten. In diesem Fall 6 Knoten. Er ist ungerichtet und gewichtet. Der Dijkstra würde auch funktionieren, wenn der Graph nicht gewichtet wäre. Dann würde man einfach den Hop-Count verwenden. In diesem Fall ist er allerdings gewichtet, dann macht es ein bisschen spannender und realitätsnaher. Die Gewichte können eben sein, die Internetgeschwindigkeit oder auch die Geschwindigkeit, die man auf der Straße fahren darf, von mir aus auch die Distanz zwischen zwei Knoten oder Städten. Je nachdem wollen wir sozusagen im Sinne des kürzesten oder schnellsten Weges die Distanz oder die Gewichte minimieren oder maximieren. Je nachdem. Gut, also, wir wollen von 1 nach 5. Und zwar hätten wir dazu gerne den kürzesten Weg. Beim Dijkstra geht es auch oft darum, dass man sagt, okay, ich will die kürzesten Wege zu allen Knoten haben. In unserem Fall wollen wir nur den kürzesten Weg von 1 nach 5 haben. Gut, wie funktioniert das jetzt? Also, Schritt 1. Wir haben einen Startknoten, soweit erledigt. Schritt 2. Wir sehen uns alle Nachbarn dieses Startknotens an. Mit den entsprechenden Gewichten. Also, wir gehen mal zum Knoten 2 und sagen, okay, zum Knoten 2 und merken uns, der braucht ein Gewicht von 7. Wir sehen uns den nächsten an, Knoten 3, und merken uns, zum Knoten 3 haben wir bisher ein Gesamtgewicht von 9. Gut, wir sehen uns den Knoten 6 an, auch das ist ein Nachbar und der hat bisher ein Gesamtgewicht von 14. Soweit so einfach, soweit so naheliegend, da war noch nichts Spannendes dabei, das war einfach nur so breitensuchenmäßig. Der Dijkstra beginnt jetzt und zwar sagt er, geht es darum, welchen Knoten sehen wir uns als nächstes an. Wir haben den Graph bisher nur so weit erforscht, dass wir uns die ersten 4 Knoten angesehen haben. Und jetzt geht es darum, welchen expandieren wir sozusagen, wo suchen wir weiter? Suchen wir beim Knoten 6 weiter, bei 3 oder bei 2? Achtung, wir wissen ja noch nicht, wie der restliche Graph aussieht. Also geht der Dijkstra-Algorithmus her und sagt, okay, wir nehmen den Knoten mit dem bisher geringsten Gewicht. Also für 2 haben wir uns ja 7 gemerkt, das ist bisher der kleinste von all denjenigen, die wir nicht schon bereits erledigt haben. Und also gehen wir hier weiter. Und was wir jetzt machen, wir sehen uns wieder die Nachbarn an, die wir noch nicht kennen. Und sagen, okay, der erste Nachbar ist die 3 und sagen, okay, ich habe zum Knoten 3 ein Gewicht von 10, muss aber mein eigenes noch dazuzählen. Also die 7 muss ich noch dazuzählen, würde 17 ergeben. Wir kennen aber schon einen Weg, der hat nur das Gewicht 9, das haben wir uns ja für die 3 bereits gemerkt. Demnach ignorieren wir diesen Wert und bleiben bei der 9, denn der andere Weg wäre kürzer. Gut, nächster Nachbar ist die 4. Wir haben von 2 zu 4 ein Gewicht von 15, müssen aber die 7 zum Knoten 2, zu dem Knoten, den wir uns gerade ansehen, dazuzählen. Also zum Knoten 4 kommen wir mit einem Gesamtgewicht von 22. Und das merken wir uns wieder für die 4. Gut, den nächsten Knoten angesehen. Wieder den nächsten. Welcher ist das? Von allen Knoten, die wir noch nicht analysiert haben, der mit dem bisher geringsten Gewicht. Also,
Möglich wären die 4 mit 22, die 3 mit 9 oder die 6 mit 14. 2 und 1 haben wir ja schon. Demnach nehmen wir die 3, denn 9 ist der geringste Wert bisher. Gut, wir sehen uns den Knoten 3 genauer an und sehen uns wieder die Nachbarn an. Zuerst den vierten Knoten, der hat ein Gewicht von 11. Wir müssen die 9 dazu zählen, die wir brauchen, um zu 3 zu kommen. Das ergibt dann 20 und das ist kleiner als das Gewicht, das wir bisher hatten, wenn wir über den Knoten 2 gegangen wären. Demnach merken wir uns jetzt, okay, wir können den Knoten 4 erreichen über 3 mit einem Gewicht von 20. Das heißt, wir ersetzen diesen Wert. Gut, sehen wir uns den nächsten Nachbarn an. Den Nachbarn 6, den können wir mit einem Gewicht von 2 erreichen. Bisher zum Knoten 3 brauchen wir 9. 2 plus 9 ist 11, das ist kleiner als 14. Also auch hier die 14 ersetzt durch die 11. Das heißt, der Knoten 3 ist recht effizient. Wenn wir zum Knoten 4 oder zum Knoten 6 wollten, wäre es besser, immer über 3 zu gehen. So, soweit so gut. Was machen wir jetzt? Knoten 1, 2, 3 haben wir bereits betrachtet. Wir haben noch 4 und 6 zur Auswahl. Wir nehmen wieder den mit dem bisher geringsten Gewicht. Das ist die 6 mit dem Wert 11. Und wir sehen uns wie einen Nachbarn an. 11 plus 9 ist 20. Das heißt, den Knoten 5 würden wir mit einer Länge von 20 erreichen. Und das wäre jetzt der kürzeste Weg. Warum können wir jetzt aufhören? Nun ja, wir haben keinen kürzeren mehr in der Liste. Damit wir zu 4 kommen, brauchen wir auch schon 20, das heißt, schneller wird es nicht. Und somit alles schön. Wir haben den Weg erreicht mit 20. So, was passiert jetzt wirklich so in einem entsprechenden Graph, wenn das sozusagen ein Internet wäre und dass die entsprechenden Knoten im Internet wären? Dann würde sich der Knoten 1 natürlich nicht nur merken, okay, den Knoten 5 erreiche ich mit einer Geschwindigkeit von 20, sondern die Knoten 1 muss auch merken, ich erreiche den Knoten 5 mit einem Weg von 20 über den Knoten 3. Das heißt, wenn ich 5 erreichen will, nehme ich den dritten Ausgang, den dritten Port und nicht den 6er Port, nicht den Port, wo der 2er hängt. Und so würde sich der Knoten eine entsprechende Routing-Tabelle aufbauen und auch jeder andere Knoten. Das heißt, wenn ein Paket zum Knoten 1 kommt und das soll zum Knoten 5, dann weiß der Knoten 1, okay, das muss ich über den dritten Port rausjagen, dann kommt das Paket zum 3er und auch dieser Knoten hat ja das gleiche Spiel gemacht und weiß, okay, wenn ich zum Knoten 5 will, dann schaffe ich das am schnellsten über den Knoten 6 und jage das Paket über den entsprechenden Port weiter. So wäre dann das Netzwerk aufgebaut. Gut, sehen wir uns das an, wie wir das algorithmisch lösen würden. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.